Als die New York Knicks im Sommer 2024 den größten Trade der Offseason einfädelten und in Blockbuster-Manier Karl Anthony Towns reinholten, waren die Reaktionen darauf sehr unterschiedlich. Die einen feierten den Move, weil Towns so ein guter Spieler ist, die anderen eher nicht so, weil man sehr viel für ihn abgab oder weil man sich um die Defense des Teams Sorgen machte. Ich habe den Move extrem gefeiert. A, weil man die Abgänge gut verkraften kann, B, weil der spielerische Fit ziemlich genial ist und am wichtigsten C, weil man sich damit für die nächsten 4 Jahre in die Position gebracht hat, mit diesem gleichen Kern von Spielern mitten in ihrer Prime auf Titeljagd zu gehen, ohne von der Second Apron auf die Fresse zu bekommen. Nun, nach etwas mehr als einem Monat kann man vielleicht schon mal ein kleines Zwischenfazit ziehen und für die New York Knicks läuft es bisher ziemlich durchwachsen. Der Start war schwierig, dann wurde es besser, 7 der letzten 10 konnte man gewinnen, immer wieder zwischendurch, aber auch mit unnötigen, dummen Niederlagen. Das Team sieht phasenweise aus wie jenes, was uns im Sommer versprochen wurde, vielleicht ein ernstzunehmender Konkurrent der Celtics im Osten und dann verliert man kurze Zeit später gegen Utah oder Chicago. Will man die Leistung des Teams am besten vergleichen bzw. in den Zusammenhang setzen mit der Leistung eines einzelnen Spielers, dann muss dieser Spieler Karl Anthony Towns sein. Frei nach dem Motto, Offensive hui, Defensive pfui, das gilt für ihn, aber auch für die Knicks. New York hat laut Cleaning the Glass die beste Offensive der NBA in dieser Saison, da nehme ich die Zahlen am liebsten her, da dort die Garbage Time automatisch rausgefiltert wird und die Stats daher in meinen Augen deutlich aussagekräftiger sind. Die Knicks haben allerdings auch die 8 schlechteste Defensive der gesamten NBA und das ist gar nicht gut. Mit anderen Worten, elitär an dem einen Ende, richtig schlecht an dem anderen, gilt für die New York Knicks als Team, gilt aber auch für Karl Anthony Towns, da könnte man ja fast denken, dass hier ein Zusammenhang besteht. Lasst uns doch heute mal mit dem Positiven starten, der offensiven Seite des Parketts natürlich. New York ist unaufhaltsam mit Cat, scored eure 126 Punkte auf 100 Angriffe mit ihm im Spiel, das ist geisteskrank gut. Towns bringt dieses erhoffte neue Element eines Stretchbigs in diese Offensive mit rein und das ist ein absoluter Gamechanger für gesamt New York. Das Spacing ist um Welten besser als noch letztes Jahr, diese Offensive ist so viel unberechenbarer und variabler. Towns spielt den besten und effizientesten Ball seiner Karriere am offensiven Ende, 26 Punkte und 3 Assists pro Abend und das bei einem absurden 131er Offensivrating und lächerlichen 66% Shooting. Wir wussten vor seiner Zeit bei den Knicks schon, dass Cat einer der besten und vielseitigsten offensiven Bigs im Game ist, ein modernes Einhorn auf der 5, einsetzbar in vielen verschiedenen Rollen. Das Gute bei den Knicks ist aber, dass sie so viele krasse offensive Spieler haben, dass keiner dieses Team dauerhaft carryen muss. Jeder kann und muss mal, niemand muss in diesem Sinne zu viel machen und das hilft häufig der Effizienz jedes Einzelnen. Bei Towns ist das ähnlich, häufig ist er der Leading Scorer, ohne das Team aber alleine tragen zu müssen. Dafür hat er Brunson, Anunoby und Bridges an seiner Seite und eine Kombination aus diesen Spielern steht eigentlich immer mit ihm zusammen auf dem Parkett. Er muss also nie die klare Nummer 1 sein und das hilft ihm natürlich. Das Two-Man-Game mit Jalen Brunson ist wenig überraschend, absolut unaufhaltsam, einer der besten Guards und Bigs zusammen mit Spacing und Pick-and-Roll, was willst du dagegen machen bitte? Gebt euch das mal hier, zuerst der Off-Ball-Screen, dann der Ball-Screen, unten links wird noch ein Play zur Ablenkung gelaufen, das Spacing ist herausragend, das sind geschenkte Punkte für einen Spieler mit Cats Qualitäten. Brunson zieht natürlich extrem viel Attention auf sich, wenn er in Richtung Korb dribbelt, entsprechend weniger kannst du dich um Towns kümmern, das bestraft dieser allerdings meistens. Hier, schaut wie hoch Lopez stehen muss, macht er eigentlich gar nicht gerne, muss er aber, weil Brunson sonst einfach in den Wurf geht, das öffnet riesige Räume für den Big Man der Knicks. Immer wieder gelangt Cat dann hinter den gegnerischen Big Man und finisht entweder selber hocheffizient direkt am Korb, oder er erweitert den Vorteil sogar noch einmal und spielt ab, auch darin ist er massiv underrated. Und wenn jemand wie Adebayo hier verhindern möchte, dass Towns hinter ihn gelangt, dann poppt dieser einfach zurück unter die Dreierlinie raus und geht in den Wurf. Absurde 47% seiner Dreier finden diese Saison bisher ihren Weg ins Ziel, geht's noch. Dann kann Towns natürlich auch das Closeout attackieren und noch einmal den Ball auf den Boden setzen, um ein Play zu machen. Es gibt relativ wenig, was der 29-Jährige nicht kann. Die beiden haben sehr schnell fantastische Chemie miteinander entwickelt und das gilt nicht nur für Mr. New York und Bodega Cat, sondern für alle Parts dieser besten NBA-Offensive bisher. Mikal Bridges profitiert riesig davon, im Gegensatz zu seiner Zeit bei den Nets endlich einen elitären Pick-and-Roll-Partner an seiner Seite zu haben, auch er spielt klasse Ball bisher, das gleiche gilt auch für jemanden wie OG Anunoby. Und selbst jemand wie Josh Hart läuft regelmäßig Pick-and-Roll mit Towns, Gegner switchen das gerne, sollten sie sich allerdings zukünftig vielleicht noch einmal überlegen. So muss das nämlich, nicht ein Post-Up nach dem anderen, das ist nicht der Plan der Knicks, sondern wenn es sich anbietet und auch nur dann, so läufst du gute Offense bei so einem krass besetzten Team.
Head Coach Tom Thibodeau findet einen tollen Mix aus Situationen, in denen Towns auch mal mit seiner individuellen Klasse überzeugen kann, wie hier in der clean 1 gegen 1 und im Post gegen Turner. Oder in Spielzügen, bei denen Towns im Flow der Offensive zu guten Looks kommen, solche Plays überhalb der Dreierlinie laufen sie super gerne in letzter Zeit. Auch oft mit unterschiedlichen möglichen Ausgängen, hier könnte er noch den Pass zu Bridges spielen, entscheidet sich aber für den Wurf. Drei Assists pro Spiel spiegeln nicht wirklich wider, wie gut Cat als Passspieler ist, das sage ich aber schon seit Jahren. Die Knicks übernehmen einfach viele der Delay-Actions, in denen Hartenstein letztes Jahr die Fäden zog, Towns kann das ähnlich gut. Immer wieder macht er bei solchen Plays die richtigen Dinge und er bringt dann auch noch dieses Scoring-Gravity-Element mit, was Hartenstein bei aller Liebe nicht einmal im Ansatz so hatte. Also, die Knicks-Offensive ist crazy gut bisher und das haben sie auch Towns zu verdanken, das große Problem ist allerdings ihre Defense. Bevor ich aber dazu komme, noch die kurze Info, in den letzten beiden Tagen kamen wieder zwei neue Folgen unseres Double Stepback Podcasts. Eine im öffentlichen Feed und eine exklusiv für Supporter, beide habe ich euch mal unten verlinkt. In der öffentlichen Folge haben wir über die 13-Mann-Rotation der Warriors geredet, warum sie das historisch einzigartig macht, die Vor- und Nachteile und vieles mehr und in der Supporter-Folge ging es um unsere bisherigen Awards der neuen Saison. Wir haben aktuell auch noch eine 50% Black Week Aktion, bei der alle Patreon-Stufen im ersten Monat nur noch halb so teuer sind. Checkt das Ganze gerne mal aus, wenn ihr euch extra Content gönnen und unser kleines Podcast-Projekt etwas finanziell unterstützen wollt. Aber zurück zu Karl Anthony Towns. Die Knicks Defense erlaubt grauenhafte 119 Punkte pro 100 Possessions ihrer Gegner mit dem Big auf dem Parkett, da sind sie ohne ihn auch deutlich besser unterwegs. Nun, ja, er ist nur ein Spieler und ja, um ihn herum machen jetzt auch nicht alle alles richtig, aber er hat nun mal leider die wichtigste defensive Rolle und Position. Wenn du eine massive Schwachstelle bist, leidet da dein ganzes Team massiv drunter. Bei den Knicks hat er leider nicht den Luxus, an der Seite eines viermaligen Deep-Hole-Gewinners zu verteidigen. Er ist der Fünfer, muss der Anker sein und damit ist Towns leider wenig überraschend komplett hoffnungslos überfordert. Er ist schlicht und ergreifend einer der schlechtesten Dropbacks der gesamten NBA, so leid mir das zu sagen tut. Das geht mit dem richtigen Positionieren los. Hier ist er zu sehr bei Murray und zu wenig bei Jokic und dann geht er doch nur auf den Ball, dem Joker ihm genau deswegen auch schon sehr früh zeigt. Hier lässt er seinen Rollman komplett aus den Augen und macht den Passweg auf, versucht dann noch nach dem Ball zu treten, was jetzt auch nicht unbedingt das ist, was man den Kids und Jugendspielern beibringt. Towns ist notorisch bekannt dafür, seinen Rollman immer und immer wieder viel zu mühelos hinter sich zu lassen. Und genauso gerne gibt er dem Ballhändler den komplett unbedrängten Straightline-Drive zum Korb. Er kann halt nicht mehrere Dinge gleichzeitig machen, entweder er konzentriert sich auf den Big und der Ballhändler hat zu viel Platz. Oder andersherum, irgendetwas gibt er aber immer ab und NBA-Angreifer sind zu gut darin, als dass das unbestraft bleibt. Es ist unfassbar einfach, Cat auszufaken und in die Luft zu holen und damit meine ich wirklich unglaublich einfach. Und die Hälfte der Zeit scheint er überhaupt nicht auf einer Wellenlänge mit den Kollegen zu sein, was Positionierung und Taktik angeht, auch nicht unbedingt ein gutes Zeichen, Towns wirkt regelrecht planlos am defensiven Ende des Parketts. Problem ist halt auch, dass du praktisch nur Drop-Defense im Pick-and-Roll mit ihm spielen kannst und das macht dich ausrechenbar, weil die Gegner das natürlich auch wissen. Und selbst wenn du keine großen Fehler machst, sind Drop-Defense super anfällig, gerade gegen gute Spieler und Teams, jede Taktik ist das, aber eine Drop-Coverage insbesondere. Man gibt freie Pull-Up-3 oder Mid-Ranger ab, es entstehen Lücken, die Celtics Opening Night wussten das und jagten Towns ohne Ende. Und hier sieht man dann, warum allerdings nur Drop-Defense geht. Die Knicks hatchen hier mit Cat weit raus. Was du aber um alles der Welt verhindern möchtest, ist, dass der Mann mit dem Ball in der Hand an beiden Verteidigern weiter draußen vorbeikommt. Towns ist Barbecue-Chicken weiter weg vom Korb und das wissen gegnerische Teams natürlich. Cats defensive Probleme lassen sich auf eine Kombination aus mehreren Faktoren zurückführen. Er ist technisch einfach nicht gut genug geschult, als ob er gar nicht wissen würde, wie man optimal den Korb beschützt. Von einem Jared Allen Eurostep sollte man sich eigentlich nicht kochen lassen. Diese Probleme versucht er durch Blocks wieder gut zu machen, anstatt von vornherein diszipliniert und richtig zu verteidigen und wie gesagt, Angreifer sind zu gut dafür. Ein weiteres Problem ist, dass er A immer wieder schläft und nicht bei der Sache zu sein scheint, was so schon schlecht ist, aber als Anker deiner Defense natürlich noch mehr, und B häufig einfach nicht zu wissen scheint, was er jetzt gerade machen soll. Das löst eine massive Kettenreaktion auf das gesamte Team aus, wenn immer wieder Kollegen doppeln oder ihm helfen müssen, weil er es alleine nicht hinbekommt, was dazu führt, dass irgendwo Gegner frei werden. Oder die Mitspieler müssen wie Hart hier weiter reinhelfen, um ihm zu helfen, dadurch gibt man immer wieder offene Dreier ab.
Dazu kommt, dass Towns ein ziemlich unbrauchbarer Help-Defender ist, weil er es A nicht zu wollen scheint manchmal und B aber auch gleichzeitig nicht sieht und C einfach nicht kann. Es scheint, als würde New York manchmal zu viert verteidigen, wenn Towns spielt, während andere Center die Probleme deines Teams lösen und dem Team auch mal aus der Patsche helfen, ist es bei ihm eher das Gegenteil. Vier Kollegen müssen hart arbeiten, um seine Schwächen aufzufangen und das geht einfach nicht auf Dauer. Ich sehe nicht, wie man mit ihm auf der 5 eine respektable Defense aufs Parkett bringen möchte. Gut möglich, dass man ihn auf die 4 rücken muss und neben einen echten Center wie Robinson stellen muss, um dann so eingesetzt zu werden. Damit verliert man natürlich offensiv etwas, aber defensiv wird es kaum anders gehen, das ist zumindest meine Meinung. Und der ist halt einfach leider auch nicht der einzige Negativ-Defender, Brunson ist ein weiterer, so schön es mit den beiden offensiv auch funktioniert, defensiv ist es eine absolute Vollkatastrophe. Da müssen auf jeden Fall Änderungen her, oder was meint ihr? Checkt wie gesagt gerne unser Supporter-Modell aus, wie gesagt 50% Rabatt auf den ersten Monat noch bis Anfang Dezember, danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.